Und damit willkommen an diesen 15. Dezember zu Dance of Death, Hylak Efe. Ein Adventure-Game aus dem Jahre 2018 und 2019 müsste es gewesen sein. Sah sehr interessant aus, hat leider nicht sehr hohe Wellen geschlagen. Und ich fand das als so interessant, dass ich auch mal gerne spielen wollte. So, wir machen mal ein neues Spiel. Prolog, der rechte Weg. Okay. Ihn stören, sprich mit Hylak. Wir sind der Hund. Let us go. I cannot wait any longer. I am hungry. Hylak! It was a troll, was it not? Oh! I oft confuse them with goblins. A proper meal has not passed my lips in days. How sound this? We moved with haste through a labyrinth of narrow tunnels, till at last our path brought us to the heart of the creature's lair. One cannot find in words the joy we felt to behold the child alive. But alas, in the depths of the earth her rescue would be hard fought, for in our way the loathsome troll stood guard of its infant captive. Food! Surely there be some morsel here to eat. Did I not spy a turnip about the place? It is as wizened as a pauper's stick. And you are stalling. I do no such thing. I write with the tale still fresh in my mind is all. Hylak, where is the money? Hmm? Do not play dumb. We were owed a reward. Where is it? Oh, I gave it away. When? We returned the child to its parents and came straight home. The villager. With the broken card. It was him, wasn't it? His need was greater than ours? No, it was not. We have to eat. And keep this room, the payment for which is already late. It was the honorable thing to do. A word that escapes your very being. Well, as of tomorrow, your honor will have us starving in a ditch. But as long as Mr. Bloody, whoever he was, has a working cart. You're a foolish man, Hylak. And you, Faye, are a heartless creature. Forgive me. I meant not... Help! Help! Come forth! Oh, good. Help me! We had best go without and see the cause of such alarm. Eine Trollquest haben wir abgeschlossen. Echter Troll? Heartless creatures do not care. Na gut, wir sprechen mit Hunden. There is not time for this. Someone cries out for help. Whomever is in need may well have coin. We cannot refill our purse from in here. Fine. And no haggling this time. Heroism is not negotiable. Okay, so, ihn stören, sprich mit Hylak, Kamera abgeschlossen. Können wir denn hier irgendwas noch machen? Wir sind ein Windhund, oder? Mit ganz schön dürres Wesen. Können hier nicht viel anschauen, wenn man zum Rand laufen. Okay. Wie gesagt, ich hab's noch nie gespielt. This better be worth our while, Hylak. I do not enjoy traipsing around in the cold for nothing. Würde ich auch sagen. Oh, ist übrigens schön gezeichnet. Schaut mal hier. Wir sind in Norwegen. This does not look to be nothing. You are lucky. Anything less than a corpse and I would be heading straight back inside. I will seek word as to what happened. Mit der Brosche wechselst du zwischen Hylak. Nee. Wähle jetzt Hylak. Können wir uns mal irgendjemanden anschauen? Du Chinterhan. Bruder mein! Espen! Wir haben eine Brückebrühe von einem Team gesehen. Kurzes Brot gebrochen. Mein Beilein, mein Herr. Ich so am Tö. Dazu war starr, hatte Angst.
Eine Angst, die ich nicht nochmal sehen möchte. Sachan nur. Ich hoffe, das geflügelten Leibhaftigen. Satan. Er sei hier, um den Tod zu bringen. Die Evelyn. Wo meinte hon mit dir? Bruder mein war ein guter Mann. Han verdient ich auch durch. Der Mensch tut nicht verdient, der Bruder. Alleine lass uns zum Beten. Ja, aber trotzdem, wir sind gestorben. I fear his mind too clouded with grief. The dead might be more forthcoming. So, was ist denn sein Gesicht los? The face is badly marked. Wounds are deep, savage. Grausam tief. Ich sehe sie nun überhaupt nicht. Wenn man von der Position jetzt nicht sieht, was mit den Augen passiert ist, aber gut. His purse remains full. The villain cared not for coin. Können wir da was machen? A torn letter. Sent by Espen's sweetheart. Können wir das übersetzen lassen? Ah. Mein liebster Espen, ich bin von Herzen erfreut, dass deine Schwester ihr Fieber überstanden hat. Ich hatte gehört, wie Vater mit Nils darüber sprach, was für Vorkehrungen getroffen werden müssen, falls sie scheiden sollte. Möge Gott dafür sorgen, dass ich solche Worte nie wieder höre, solange ich lebe. Ich habe die Hoffnung auf ihre Genesung nie aufgegeben, mein Schatz. Anscheinend wurden unsere Gebete erhört. Müssen wir nicht mehr lange warten. Vater möchte dir beteuern, dass er sein Wort halten und mich auf einen Besuch vorbeibringen wird, wenn er das nächste Mal geschäftlich in der Stadt ist. Bis da. Der Rest ist abgebrannt oder abgerissen worden. You look fey. Ach, die Gedärme hier. Genau. Achso. Gucken wir mal rum von der Seite. There is an injury to the stomach. Most likely the cause of death. But it is not the work of a blade. It smells like horn. As though the man were gored. His clothes are heavily soiled. No doubt he experienced a great horror. Sachen besudelt würde ich mal übersetzen, in hat sich eingepisst. Coarse hairs cover the arms and legs. The scent is familiar. There is an evil at work here, is there not? An evil, yes. The horse. It would not be the first time cunning took innocent guise? No. No, the hairs affixed to the dead man's clothes. They belong to the animal. He may have seen something. Fake kann mit anderen Geschöpfen sprechen, Dulac aber nicht. Oh, das ist ja schön. Heißt, wir können jetzt mal dem Pferd zur Aktion treten. So, Pferdchen, was hast du zu erzählen? The deceased. You knew him, didn't you? He was my master. I carried him since he were a child. His father, too. Did you see what took his life? I did not. He left me here and went to the story house. Story house? I do not know this place. In the distance, you'll see it standing tall. The church? Of course. You cannot go. Their words are not meant for us. I am different. You look like dog, but you are not dog. You are strange. Whatever happened to the man happened at the church. We go, now. Suddenly you are concerned? What? I just want this over with. Wir dürfen mal ganz kurz zusammenfassen. Neben der Tasterei, dass hier ein Hund spricht und von anderen Tieren erkannt wird und er sich unterhalten kann mit anderen Tieren. Hier ist es im feinsten britischen Englisch. Der Titel ist auf Französisch. Du Lac et Fay. Und es spielt in Norwegen. Okay, machen wir halt eine kleine Reise. Gut, gehen wir mal zur Kirche, wenn wir nirgendwo anders... Wir haben echt wenig Auswahlmöglichkeiten. Ich muss sagen, das kommt mir gerade wie ein Handyspiel vor. Das habe ich gar nicht so im Schirm gehabt.
Aber na gut, schauen wir mal, was so die Story bringt. By the headstone, another has been claimed. Oh, diese Anzeige, die hätten sich echt sparen können hiermit. Okay. Even the birds are silent. Never a good sign. Tagebuch. Geschichte, Herbst des Schreckens. Orte, Kultur. Objekt. Das gefällt mir. Das kann interessant werden. Nichts gesagt. Können wir mit dem Vogel reden? Nein. The gut suffers wounds same as before. But look. Bloodied holes where eyes once be. Yep. Rarely are appetites so specific. Mayhap this the work of a winged devil after all. Wings, yes. I did not see it before, but it makes sense. The villager must have escaped. Or the minister interrupted feeding before the demon could finish. It lacks eyes, so I've heard. What unholy monster is this? In our lodgings, there is a mirror. Bring it here at once. What need are we of mirrors? There is not time to explain. Just do as I ask. Evil is afoot, most like hiding in that very church. And we will deal with it. But... Dulac, go! Do not dare enter until I return. Mit Augen irgendwas sehen, deswegen braucht man einen Spiegel, damit sich das Böse selber sieht. Ich möchte übrigens auf diese Heterochromie hinweisen von dem Hund. Also eine Hundedame ja offensichtlich. Gerade als es vor uns hieß, dass wir kein Hund, also kein normaler Hund sind, vermute ich mal, wir sind halt irgendwas Verwandeltes. Und wenn wir uns dann zurück zum Menschen verwandeln, könnte man natürlich ähnliche Haare haben oder irgend sowas. Oder aber man erkennt uns super daran, dass wir halt so was im wahrsten Sinne sehr Augenscheinliches haben, nämlich eine Heterochromie. Das heißt, zwei verschiedene Augenfarben, das Braun und Blau oder was das war. Ich glaube, es ist als Erkennungszeichen ganz gut gedacht, gerade wenn du jemanden hast, der seine Gestalt wandelt. Okay, werden wir mal weiter mit Vorgereden. Übrigens, hier ist auch ein Loch. Können wir nochmal reden? Gibt's was Neues? Der Teufel ist nahe. Kannst du es nicht fühlen? Die Haare sind kalt. Meine Füße sind kälter. The stench of death is in the air. Soon we will descend. Achso, ich dachte, ich kann nicht mal wechseln. Nee, darf ich nicht. Soll ich reingehen oder nicht? Übrigens, hier ist die Blutspur. Ja, wir werden reingehen müssen, weil draußen warten bringt nichts. Ums Abenteuer. What happened here? Was ist denn hier Schönes passiert? Also Nummer 1, hier ist eine Figur. Somewhere a child weeps. Können wir die auf? Wir können sogar vergrößern. Nur hin und her ziehen. Ich hab schon ein bisschen Angst. Achso, dazu steht noch eine Holzpuppe eines Kindes. Holz? Okay, für Holz sieht das schon sehr gut bemalt aus, dass es so glänzt. Na gut. The other piece of the letter. Aspen was to be married. He must have come here to tell of the happy news. Wir hatten ein DA als letztes. Dann muss die Erinnerung, wie ich deinen Arm liege, genügen. Ich weiß, dass du deinen Bruder besuchst, um ihm unsere freudigen Neuigkeiten zu überbringen. Bitte richte seiner Frau meine Grüße aus und sage ihr, dass ich ihr so dankbar für ihr Angebot bin, mein Kleid für unseren Festtag instand zu setzen. Sie war immer so eine große Hilfe, bis wir uns wiedersehen, mein Schatz. Deine zukünftige Frau, Alva. Welches Ereignis? Debris from the damaged roof. The pews have been tossed like sticks. Also was sehr Kräftiges. Meinst du, dass wir als Hund hier durchkommen? Ich meine, wir können schnell rennen, aber... Shedded skin. Creature grows. Abgeworfene Haut. Ja. Nennt mich mal ein bisschen verrückt, aber wenn das jetzt nach unten geht, sieht das fast aus wie so ein Seepferdchen. Warum hat das so viele Löcher an den Seiten? Ich meine, für Augen ist ja okay, wenn hier... Na gut, können Hörner sein auch.
Oh, na gut, okay, ich will nicht sagen, wer weiß, was ist. Aber eigentlich ziehen sie das doch runter und machen da irgendwo eine fette Öffnung. Aber hier ist doch überall. Also hier sind überall kleine Öffnungen. Das gibt gerade wenig Sinn. Ein raues Stück abgestreifte Haut, aber der Besitzer ist nicht zu sehen. Wreckage on the inside means the demon gained entry from without. Bursting in through the roof. Both men were attacked and mortally wounded. During which time more destruction was wrought. The demon must then have shed its skin. In which case, it is still here. Warum? Hiding while it recovers. Ach, nach dem Heute muss ich mich erst erholen. Also, bei Dämonen zählt das auch? I told you to wait. So you did. I have done as you bid until now without reason, but no more. What is the meaning of this? There are tales of how they were birthed. Some say from Cassandra herself. It was a ritual to siphon her power, but it went wrong. Abominations were unleashed. They have had many names. I know them only as Seer demons. How have I never heard of them? It is believed they were all hunted and killed. Clearly not. What of the mirror? It will be the demon's prison? Will it now? You've not used it for... I can't remember the last time. I would use it never if I had the choice. Well, the choice is simple. If you don't do this, the demon will kill again. Is it in here? Growing in size and strength. My presence has yet to provoke, but there is still the upper floor to search. The stairs are blocked. For you, maybe. It is a good thing I have not eaten. I'm through. Ja, aber unten ist der Spiegel. Wir müssen das aufscheuchen und runterschicken. Faye! Be quiet! The scent grows stronger. I am close. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Diablo? Surrender, fiend, or else my heel be at your throat. Der Britta. I had a feeling that would not work. So be it. Ja, mit Töpfen fertig. Was muss ich machen? Okay, wenn es gelb ist, irgendwie drücken, ne? Spieler, Spieler, besiege den Dämonen. Okay, Geschicklichkeitsspiel. Bei mir also ganz schlecht. Oh, das war gut. Haben wir Lebensleiste? Bestimmt 3 Treffer, dann war's das. Kleiner Dämon, kleiner süßer Dämon. Ganz gut. Kann das süß machen. Vierter Treffer. Quickly, Dulac, we must trap it while it is weakened. Speak the damned words. Wer daimon bea ure richtend, sharue us farse wika achudeth. Was, Merlin? Hold fast! Faye, those words! Be quiet, Dulac! Thank you.
Das war jetzt ja nicht sehr gut. Okay. Said we were only to trap it. Then in death it was redeemed. For what? It is said, if asked, the creature can reveal things. That word I spake. Weaker. You know more than you let on. I asked it to show us Merlin. That is why you deceived me. I knew you would not agree otherwise. For good reason. We speak his name no more. You know this. You think by not speaking his name, I can forget? Look at me, Dilak. Every day, every second, I am reminded of the man who trapped me in this wretched form. The man who stripped me of my power. I will never forget. So, you mean for us to follow visions? How many souls have we seen led to misery, or worse? Right now, I would take worse. You do not mean that. No. This is not the path chosen for us, Faye. We help those in need. And what of my need? Will you not help me when I ask of it? You know Ooh. I would. Then please, Dilak. I beg you, help me. I saw no sign of Merlin. They were clues. Clues we must solve. Then we will find him. Where do we even start? The image of the city and its river. There is only one like it. Think. London. The very same. Then you mean these visions? They call to us. Yes, brave Lancelot. And we shall answer. Whoa, 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 whoa. Die Autosaga? Zelig Games presents. Garrett David Lloyd. Okay, warte mal, Lancelot Dulac? Ist der wirklich so? Ich muss mal ganz schnell schauen. Lieber Götter, wir sind wirklich verwandelt worden. Lancelot, ja, Lancelot Dulac. Und Faye? Morgan Le Fay. Ah, Morgana. Ah, erstes Kapitel. Etwas rührt sich. Okay, es hat mit der Autosaga zu tun. Upon okay. Our travels, it has been said Britannia's fleet alone rules the waves. Here I see it true. Whoso rules them rules the world. If only Arthur were here to see his country grown to such heights. Then you could dwell on the cost of such glory together. We each must sacrifice for something greater than ourselves. He knew that better than anyone. You speak like you knew the man. I did. He was my king. Yes, I know. I just meant that, as his sister, I knew another side to him. Besides, we have not come here to discuss Arthur. Do not remind me. That's the spirit, Dilak. I just cannot help but think us fools. Surely you do not forget who we quest after. A wizard of vast power, who has mastery of rock and earth. That is to say nothing of the skills he has undoubtedly acquired over the past millennia. No, I have not forgotten. Do not ever attempt to rouse an army before battle. They would all run. I will not deny Merlin's talents. They have certainly aided him to remain hidden from us. But this time we have an advantage. Yes. Haben keine Schatten zum Beispiel. Visions. Painstakingly reproduced by your good hand.
They must hold some detail by which to refine our search. Show them to me. Unser Tagebuch. Juli 1888. Die Norweger sind noch genauso gastfreundlich wie bei unserem letzten Besuch. Doch es würde uns nicht helfen, ihnen die ganze Wahrheit über unsere Abenteuer der letzten Zeit anzuvertrauen, wie es ja nie hilft. Als sie jedoch wiederholt nach unserer Reiseroute fragten, verschwieg ich nicht, dass wir zu Fuß aus der Henan-Provinz in China gekommen waren. Wenn dieser Ort nicht bekannt war, sahen sie glücklicherweise von weiteren Fragen ab. Die Flut war eine Tragödie. Ich möchte nicht mehr darüber reden. Schwer zu glauben, doch sie war es, die sich zuerst für die Aktivitäten des Trolls interessierte, den wir nun jagen. Ich glaube, dass dieser Eifer ein Stück ihrer wahren Gefühle offenbart. Im vergangenen Jahr haben wir viele Gefährten verloren. Vielleicht ist meine Lady an ihre Grenzen gestoßen? 22. August 1888. Die Jagd führte uns zum Fuß des weitläufigen Bergs Rondeslotte. Einem natürlichen Feind, so furchteinflößend wie die Bestie, die unseres Wissens nach noch nicht dieses kalte Hochland durchstreifte. In der Ferne wollten die Rauchsäulen unserer Unterkunft uns mit der Aussicht auf Wärme und Behaglichkeit zurücklocken. Doch nein, die Jagd hatte begonnen und schon bald kamen meine Lady und ich zu den Höhlen, in denen sich das Objekt unserer Suche verbarg. Wir eilten durch ein Labyrinth aus engen Tunneln, bis wir endlich zum Versteck der Kreatur kamen. Mit Worten lässt sich nicht ausdrücken, wie froh wir waren, dass das Kind noch am Leben war. Aber ach, ihre Rettung würde so tief unter der Erde kein Zuckerschlecken werden. Denn uns gegenüber stand der widerwärtige Troll, der sein junges Opfer gefangen hielt. Welch ein Nervenkitzel. Viel Zeit ist verstrichen, als ich zuletzt eine Bestie dieses Formats besiegt habe. Ray hat tapfer mit allen Mitteln gekämpft und schon bald war die Kreatur bezwungen. Severed heart. It could mean anything. The image to bring us here. No good. Keep looking. A woman, clothed in red. Without a face or a name, she is of no use. A flower, atop a mound of earth. Too vague. A place of worship. Yes. That might work. Ask anyone here if they know of such a building. Okay, was? Warte mal, erstmal ganz kurz. Wir wollen. Codex-Eintrag? Kriegen wir da? Kommen wir da ran? Inventar? I. Okay. Okay, hier steht also ein bisschen was da. Wir machen mal die Lacno. Wir alle müssen Opfer für etwas erbringen, das größer ist als wir selbst. Der junge Lancelot wurde von der Herrin vom See großgezogen und als Artus-Ritter unterwiesen, sodass er zum rechten Zeitpunkt seinen ihm zustehenden Platz an der Seite des Königs einnehmen und das Königreich zu Ruhm führen könnte. Er wurde schnell zum berühmtesten Ritter der Tafelrunde und verewigte sich mit jedem Schwerthieb und geretteten Fräulein in den Annalen der Geschichte. Doch schließlich setzte der tragische Untergang Camelots seiner Lebensweise ein Ende und ermöglichte seine wundersame Wiedergeburt. Jetzt hangelt sich Sir Lancelot von einer selbstlosen Tat zur nächsten und hat die letzten 1000 Jahre damit verbracht, statt Ruhm oder Berühmtheit lediglich nach einem Platz oder Zuhause in einer sehr veränderlichen Welt zu suchen. Wird ihm dies gelingen, nachdem die Ritterlichkeit sich nun im viktorianischen England neue Beliebtheit erfreut? Und ich würde sagen, doch, wir machen noch Fay. Fay, ich werde ihn nie vergessen. Fay war ein kluges Kind mit einer Gabe für das Arkane. Ihre Unsterblichkeit trat während eines gescheiterten Attentats auf ihren Stiefvater König Uther zutage. Da sie ihre Macht fürchteten, bieten ihre Familienmitglieder die Kleine. Selbst ihr einst so fürsorglicher Bruder Artus und schickten sie als Schülerin zu Merlin. Eine Zeit lang war sie in der einsamen Wildnis und mit der gnädigen Unterweisung des Zauberers glücklich. Doch als sein König Merlin zu Hilfe rief, blieb ihm keine Wahl, als nach Camelot zu ziehen und Fay zurückzulassen. Diese Entscheidung soll den Untergang des Königreichs heraufbeschwören. Die Eifer- und rachesüchtige Fay wollte ihrem Bruder die Krone entreißen und an seiner Stelle herrschen. Doch ihr Plan ging nicht auf und ihr Zerstören Camelots
brachte ihren eigenen Untergang mit sich, nachdem Merlin sie damit gestraft hatte, einer ihrer bestialischen Natur entsprechenden Gestalt durch die Welt zu streifen, fand Fee ausgerechnet in Sir Lancelot du Lac einen Gefährten. Sehr schön. So, und ich würde sagen, das reicht doch, weil wir werden jetzt natürlich uns jetzt erkunden müssen in London. Und wenn ihr Interesse habt an diesem Spiel, was schon am Anfang mich komplett verwirrt hat, weil ich war nicht auf die Artus-Saga gefasst, dann liked und kommentiert ruhig das Spiel, auf das ich dann das sehe und im nächsten Jahr für euch Let's Playen kann. Ansonsten noch einen schönen 15. Dezember und bis demnächst, euer Landitor. Tschüss.